So, heute ist hier mal ein bisschen Ärgern angesagt noch. Die Alter. Aufkleber lösen sich leider ganz schwer von der Folie. Wir haben mal den schönen blühenden Raps gesehen, ne? Hier blüht aber leider kein Raps, ne? Das ist eine Rapsfläche, wie sie dieses Jahr oft anzufinden ist, ne? Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Hey, du musst auf das Drag. Hallo. Oha, das läuft aber nicht gut. Nee, das läuft nicht gut. Warte, das war Vorführeffekt. Wir haben ohne euch schon rausgefunden, dass die Batterie vorne KB Kratzboden ist und das andere SP, das ist der Spanner. Oh. Oha, hier, mal nochmal. Okay, danke, lang. Und jetzt haben wir rausgefunden, wo unser Problem ist. Bezüglich einer Undichtigkeit in der Leitung vom Spanner. Ne? Wir schrauben das jetzt mal ab. Darf ich mich mal umdrehen so? Ja, wir schrauben das jetzt mal ab. Und dann gucken wir mal, ob wir da was gezaubert kriegen. Das Problem ist das Rankommen. Ich muss, glaube ich, erst diesen mit abmachen. Deswegen hatten wir das auch im Herbst, weil da so viel Fett hinter war, hatten wir das auch nicht zusammengebaut. Also ich habe jetzt die erste Leitung gelöst hier, wenn du jetzt von hier guckst, die erste Leitung gelöst, damit ich da mit dem Schlüssel an die zweite Leitung rankomme. Die zweite Leitung stellt ja unser Problem dar. Das ist eben, so cool das ist mit diesen Leitungen, so sehr ich mir das auch wünsche, dass eigentlich diese Dosierwalzen bei diesem Wagen geschmiert werden, die werden ja aber nicht geschmiert. Das muss ich auch nochmal irgendwie nachrüsten. Das habe ich ja bei dem anderen Wagen damals auch nachgerüstet. Also nicht die Schmierung. Die Schmierung hat dieser nicht, warum auch immer. Aber ich habe bei dem die Leitung nachgerüstet damals, ne? Ah, guck mal, hier ist noch Schlauch, den können wir uns ziehen. Die Leitung nachgerüstet, damit man das zentral von unten schmieren kann, ne? Da ist hier jetzt auch noch ein so ein Schmiernippel von dem Kratzboden, der ist nicht nach außen gelegt, da muss ich mal den Deckel für aufmachen. Ist ja auch nicht so schön. Das kann man sich hier alles so ein bisschen zurechtfummeln, das ist ja so, ne? So, jetzt kann man, hier kann man sehen, ist er aufgeplatzt, ne? Mhm. Jetzt müssen wir den da mal abcutten. Jetzt kommen wir hier mit unserem Schlauchschneider. Viel zu verlieren haben wir nicht. Haben wir das sauber abgeschnitten und kann man es auch mal sehen, wie schön das da aufgeplatzt ist. Ne? Jetzt müssen wir das irgendwie da durchkriegen. Der Schlauchschneider ist ja kein Hammer, aber... Kannst du nicht in die andere Richtung ziehen? Ich glaube, ich muss es sauber mit dem Cutter abschneiden, weil hier so, ist eine, da ist eine Verpressung drauf, zeige ich ja, euch. Okay. Leider ist es noch ein bisschen windig, sonst würden wir mit dieser Werkbank da vor Ort stehen. Aber das ist echt windig und wir wollen nicht klagen, es ist schön. Ja, ist schön, aber die Werkbank vor Ort ist schon toll, ne? Zack. So, abgeschnitten. Jetzt sollte man das hier rauskriegen. Zack, ne? Mhm. So, dann hat man das alles lose. Und jetzt müssen wir diese beiden auch noch voneinander trennen. Der hat sich da jetzt natürlich raufgearbeitet. Dürfen das ja aber nicht verformen. Ich habe so eine Pressstücken, glaube ich, nämlich auch nicht da. Da müssen wir halt auch ganz vorsichtig arbeiten. So ein Ding von nicht in die Finger schneiden. Muss ich mal überlegen, wie ich das rausoperiere.
Komm schon. Ja. So. Nun brauchen wir wiederum was, mit dem wir da von oben drauf gehen. Dann nehmen wir uns entweder das hier, was so Bohrer sind, oder. Nee. Falsche Kiste. Müsste eine andere Kiste sein. Nein. Ein Durchtreiber. Genau. Ich dachte mir, hier haben wir eine Kiste mit Durchtreibern. Vielleicht passt ja einer. Der ist zu groß. Der geht vielleicht, ja. Ja, der könnte gehen. Ne? Oh, das war sehr gut. Ja, ne? Mann, das klappte gut, Schnorri. So kann man sich dann immer irgendwie mit irgendwas so ein bisschen helfen. Finde ich ganz witzig. Neulich habe ich woanders in den Kommentaren gelesen, Schnacki baut ja eh nur Lampen an. Nee, wir machen alles. Einfach alles. Wir haben halt Glück, unsere Motoren und unsere, keine Ahnung, Auspuffanlagen, Endantriebe, Hydraulik, Getriebe sind heil. Ne? Und wenn das kaputt geht, dann zeigen wir das natürlich auch. Aber wir müssen ja nichts reparieren, was nicht kaputt ist. Ne? Aber solche Kleinigkeiten, ne, die helfen vielleicht dem einen oder anderen weiter. Ne? So, jetzt müssen wir dies hier da nachher gleich wieder rauf machen. Zip, zap. Und dann schrauben wir das wieder fest. Schlauch hatten wir noch genug. Müsste passen, ne? Schlüssel haben wir da. Zuerst die rauf. Dann den Schnuffi hinterher hier. Er geht natürlich auch ein bisschen schwerer. Da könnten wir. Warum müssen wir nicht unbedingt? Aber er müsste da gerne ein bisschen rüber. Er müsste da gerne ein bisschen rüber. So. Guck. Sehr schön. Jetzt ist das da drauf. Jetzt kriegen wir das natürlich auch vernünftig verbaut hier wieder. Was mit einer Hand immer? Was heißt eine Hand? Ich habe ja gar keine Ausrede. Du hältst ja die Kamera, ne? Aber man muss da gerade vor. So, gerade davor. Und man muss leider die einzelnen Leitungen lösen, weil du kommst da sonst anders nicht bei. Ne? Die sind so dicht zusammengeknudelt. Volles Risiko, wir machen die vordere auch gleich fest. So, fett. Sieht gut aus. Das wurde jetzt fester. Ja, ja, weil da war jetzt... Ist jetzt die Frage. Es ging jetzt schwerer. Gucken, wie das bei der letzten schwer. Ist. Ja. Hier geht es gut. Und das wird nicht schwerer. Vielleicht das heißt ist die für uns, auch vielleicht verstopft. Das heißt für uns, da muss irgendwo noch was im Argen sein. Jetzt aber hat, ich hab's gehört. Ja, es hat durchgedrückt. Sehr schön. Dann haben wir das auch repariert. Ich hab's mal ein bisschen aufgemacht hier. Da dürfte eigentlich nichts drin sein, aber ich habe natürlich wieder vergessen, über Winter das rauszuholen. Ne? Ja, vielleicht hat der Lechnermann ja überlebt. Auf jeden Fall, so schlecht sieht es nicht aus. Das haben wir einmal links, einmal rechts. Das muss gereinigt werden. Wir haben immer mal die Frage, was hast du da gemacht, was hast du da verbaut? Ja, das ist über 10 Jahre her, ne? Das weiß man nicht mehr. Also, das ist ein... Aus dem Düsenfachhandel, hätte ich mal sagen, Spritzenfachhandel, so ein Ding hier. Wie heißen das eigentlich? Spritzenteile.de oder so heißen diese Seiten. Zum Beispiel, da kannst du so Sachen kaufen. Da ist einfach ein Stück Rohr, dann die Düsen. In dem Moment sind das Lechler, Düsen,
IDK 130, nee, 120, ne? Ist ja rot. Ne, 130, ist doch richtig. Ne, siehst du, 120, sag ich doch, muss ich doch wissen. IDK 120 Düsen, zwei Stück. Ich habe das mit zwei, dadurch bedingt, halt, dass die Dichtung weggefallen, da müssen wir aufpassen. Und dann müsste ja auch noch der Filter da drin sein, ne? Oder habe ich den eingesammelt? Eins. Kein Filter. Jetzt muss ich aber, jetzt wird es spannend. Ne, der sitzt da noch drin, der Filter. Auf jeden Fall so ein Stück. Und dann ist es im Endeffekt, sitzt hier oben drin eine Pumpe und ein Manometer. Ne? Musste gucken, die Pumpe, keine Ahnung, wo ich die bestellt habe, ob das bei eBay war seinerzeit oder so. Und das ist es ja eigentlich. Und dann ein Filter, lass mich lügen, ARAC irgendwas oder so heißt der. Ein Druckfilter, da geht das vorher einmal durch. Ja, hier muss ich irgendwas haben, um was rauszukriegen. Also ein ARAC Druckfilter, da geht das einmal durch und dann geht es einfach hier drauf. Ne? Und dann ist da vom Chinesen eine 12 Volt Geschichte drinne. Ob der noch rausfahren will. Vom Chinesen eine 12 Volt Geschichte drinne, die den Motor regelt. Von 0 bis 12 Volt. Gibt's bei eBay. Kostet 5 Euro, das China-Teil. Und dann bist du fertig. Ne? Und dann hast du ein Poti und dann machst du noch einen Schalter dazwischen und dann hast du es. Und wenn man da nicht so viel Plan von hat, kauft man sich einfach was Fertiges. Das wird nicht teurer unbedingt und man muss da nicht so viel Grips reinstecken. Und man weiß, wenn man Ersatzteil braucht, wo man das wieder herkriegt. Das ist so mein Tipp dazu. Ne? So, ich muss die andere noch rauszildern da und dann rauspopeln und dann sollten wir das haben. Aber die Dichtungen sind beide da. Sehr gut. Ich habe das Blech jetzt angesetzt. Viel links und rechts ist, glaube ich, irgendwie nicht möglich, aber das sieht auch sehr zentral aus. Jetzt geht es darum, es muss halt ran und runter. Ne? Ich habe hier mit dem Cutter so ein bisschen, wo so Kanten waren, die habe ich so ein bisschen weggenommen. Das muss natürlich alles jetzt schön sauber sein. Und dann geht das auch ran. Ne? Oh, hier war ich auch sehr großzügig. Aber das Loch haben wir getroffen, ne? Da gibt es nichts. Da ist der Schmiedhebel. Das passt. Hier war so ein bisschen fummelig eben. Schraube und Scheibe. Und dann so mit so einem Docht, also so brrr, da hoch. Gut, das ist aber alles noch lose. Das ziehe ich jetzt von Hand fest, weil vor allen Dingen diese eingeschweißten Dinger, die sind natürlich nichts für einen Schlagschrauber. Den Schlagschrauber habe ich mir mitgebracht, damit ich hier dieses Blech noch lösen kann. Denn man kann sehen, das Blech hat so ein bisschen gelitten. Ne? Das wollen wir vielleicht noch ein bisschen gerade dengeln, aber das Blech geht nur ab, wenn das Blech ab ist. Ne? Ja, aber passt schon. Hier kann man das ganze Dilemma mal sehen, ne? Es ist halt krumm, das muss gerade, macht ja sonst wenig Sinn, ne? Das haben wir wieder gerichtet. Dieses ist hier wieder gerade. Der schnöde Bogen ist da raus, der da war. Schrauben habe ich alle so ein bisschen mit Keramikpaste eingesetzt, damit man es beim nächsten Mal ein bisschen leichter hat. Ne? Wir hoffen ja, dass wir da nicht unbedingt ran müssen, aber wer weiß das schon. Ne? So, jetzt haben wir diese hier noch. Und dann kommen wir doch langsam in die Liga, dass das fertig wird. Ne? Unten zu viel, oben zu wenig. Ich muss noch ein bisschen wackeln. Da ist ja nun die Farbe gerade schön neu. Da muss man ja noch ein bisschen aufpassen. Ne? Genau. Dann nehmen wir jetzt ein paar schöne Edelstahlschrauben und setzen das Ganze hier fest. Ups. Ups. Das
Der dritte Aufkleber geht nicht so gut ab. Ja, Aufkleber über Aufkleber über Aufkleber. Vielleicht mussten sie papierlos werden, wer weiß das schon so genau. Aber das ist, wenn das umgelagert wird und all so ein Kram. Und ich weiß ja, die sind im Lager umgezogen bei Strautmann. Vielleicht haben sie dann neue Lagerplätze gehabt und deswegen gibt es natürlich auch neue Aufkleber. Mhm. Das ist so meine Theorie dazu. Ja, den mal da rein. So, jetzt schon. Ich den nicht einmal kurz sauber machen. Was heißt sauber machen? Du willst den Aufkleber abmachen? Ja. Dann schraube ich erstmal da fest und dann kommen wir wieder. Verkehrt rum. Ja, das ist das, wie ich auch mal anfing. Aber das ist das, genau so war es bei mir auch. Man denkt so, oh, das muss ja schön zu. Aber wenn man das nicht selber abgebaut hat, so wie es damals war, wir kriegten die ja auch nur im Karton mit sozusagen. Ne? Guck mal. Mit Ma. Na gut, blättert die Farbe ab, aber kommst da an die Schrauben ran. Ne? Aber das, so kann ich es ja nicht einbauen. Das ist ja seitenverkehrt. Nur mal so. Das ist für links. Stand da auch ein Aufkleber drauf. Jetzt müsste ich erstmal meine Bestellung durchgucken, ob ich zweimal links bestellt habe. Ha, das müssen wir ja mal gucken. Nachforschungen haben ergeben, dass die so viele Aufkleber gemacht haben, die armen Leute. Das ist rechts. Das ist einmal Deckblech rechts, wie wir das auch haben wollten. Nee, aber das ist ja links. Ja, genau. Und das stand an dem anderen links. Deckblech links. Also es steht, wir haben die Aufkleber für rechts und links, aber leider haben wir zwei gleiche Teile gekriegt. Da muss nochmal nachgearbeitet werden. Ups. So, jetzt müssen wir aber in Schrott und erstmal das alte Blech rausholen, weil wir brauchen so ein Blech. Ja, ich guck mal. Ja, da sieht man mal, warum wollten wir die Bleche neu haben. Ich hatte ja diese Einziehmodern da reingemacht. Das war natürlich nicht zum Vorteil und die Bleche sahen auch nicht mehr so schön aus. Haben wir uns gedacht, machen wir zwei neu. Dass wir jetzt erstmal nur eins neu machen. Naja, das verzögert sich ja nur. Da mache ich mir keine Sorgen. Wobei das eine Blech kam schon verzögert. Das kam, wurde nachgeliefert. Das kam später. Wir schauen mal. Hoffentlich ist dann das Richtige noch vorhanden. Aber wir starten erstmal so in die Saison mit dem alten Blech. Zum Glück haben wir den Schrott noch nicht weggefahren. Ne? Sieht wild aus, muss er aber durch. In die Mutter rein, so ein bisschen Schmante, dann läuft das. Nicht schön? Wichtig ist immer Lappen. Nicht schön, aber selten. Nicht in der Hose? Nein, nicht in der Hose. Jetzt, wo wir hinten alles fertig haben, müssen diese Dreiecke wieder rein. Da schneiden wir lieber nochmal die Gewinde nach. So. Dann gucken wir mal, weil die müssen raus immer, damit du das sauber machen kannst. Ne? Das ist einfach so. Dann brauchen wir da ja eine Schraube. Ordentliche Schraube, ein Sicherungsring knapp, ne? Und eine große Karosseriescheibe. Und dann schrauben wir das einfach stumpf da an. Mal gucken. Ich habe hier noch ein bisschen gerichtet heute. Sollte passen. Das war einfach, ne? Wir wollen noch ein bisschen Antis, hätte ich beinahe gesagt. Keramikpaste. Jo. Wenn der erste Wagen durch ist, ist das auch endlich wieder blank, ne? So wird das schön. So werden wir das mit beiden Blechen machen. Ich weiß nicht, man kann es nicht sehen, ne? Also da ja, aber was habe ich gerade gehört? Da! Fliegt was, da, aber das könnt doch, ihr nicht sehen. Das ist eine Schwalbe. Ja, ist sie. Das ist eine Schwalbe. Genau, Schwalbe. Die erste Schwalbe. Endlich sind sie da. Ja, das ist immer so ein gutes Zeichen. Da oben fliegt auch eine, aber die ist zu weit Ja, oben. Die ist da ganz oben. Hier.
Da, guck mal über uns. Sie sind zurück. Ich glaube, man konnte sie hören. Sehr, sehr cool. So, heute ist hier mal ein bisschen Ärgern angesagt noch. Alter. Die Aufkleber lösen sich leider ganz schwer von der Folie. Das ist... Also nicht ganz schwer, sondern ganz schwer. Kannst du vorher deine Finger waschen? Total behindert. Alter. Und dadurch wird das ganze Bild natürlich ans Herd, aber was willst du machen? Wir müssen es ja irgendwie lösen. Fertig. Also wir haben also einen Rakel schon durch, da kann der Rakel nur was für, weil der ist alt und mutmaßlich hat dieser Aufkleber auch schon ein paar Tage irgendwo im Regal gelegen. Der ließ sich also überhaupt nicht gut verarbeiten. Mit mehreren Rissen, weil die so schwer ging das eben ab von der Trägerfolie. Das war schon echt ärgerlich, ne? Was wollen wir machen? Wir können es nicht ändern. Wir haben den jetzt drauf und die Motivation, die nächsten Aufkleber aufzukleben, ist erstmal auf Null. Ne? Ja. Wir machen erstmal Pause, wer weiß wie lange. Blech ist wieder dran mit dem nicht so ganz so schönen optimalen Aufkleber, aber im Gegensatz zu vorher ist das natürlich schon mal erstmal 10-mal geiler. Ne? Da muss man mal gucken, hier müssen wir ja auch nochmal irgendwie mit Farbe bei. Hier war ja auch, dadurch, dass da immer Schmodder drauf lag, ne, das muss man natürlich immer gleich wegmachen, war natürlich die Farbe doof. Das ist jetzt einmal neu lackiert, dann passt das. Ne? Genauso hier oben müssen wir nochmal bei. Da kommt das aber, weil das von den Kanten kommt. Ja, ist auch. Hier. Wenn Ware drauf liegt, ne? Genau, das werden wir aber, glaube ich, nur mal so. Aber wir machen immer Jahr für Jahr, Stück für Stück. Ich sag mal, wenn es ein bisschen wärmer ist, vielleicht wieder mal das nächste Stück, ne? Wenn wir wieder Motivation haben, dann das nächste Teil, damit wir uns nicht so doll ärgern müssen mit diesen Aufklebern. Und aber da muss man immer zwischendurch 2-3 Tage Ruhe haben und dann geht das wieder, ne? Da muss man, also da darf man mal waschen mit gar nichts drauf, jetzt habe ich das Gefühl. Dann gibt es, glaube ich, Ärger. Aber das haben wir schon mal wieder schön zusammen. Dann kann der wieder rein. Und dann, ja, theoretisch ist jetzt erstmal eigentlich nur Messer schleifen, Messer rein. Dann könnte man eigentlich schon losfahren. Soweit ist eigentlich alles gemacht. Man hat ja doch immer noch mal, also das Teil da unten ist ja noch auf dem Zettel und so. Aber ich muss mal gucken, wie sich das jetzt hinstrukturiert. Diese ganzen Aufträge, die da sind. Oder die Aufträge, die da sind und die Termine, die da sind, dass das alles vereinbar ist. Ne? Wir fahren ihn erstmal wieder rein, fahren dann unseren Mulcher rein, haben alles wieder drin und dann gucken wir mal weiter, was der morgige Tag so bringt. Alles einmal abgeschmiert und schon geht's weiter. Ne? Gestern noch vom Regen überrascht worden, heute überrascht uns Dreck im Gesicht. Das gibt's ja wohl nicht. Sonne, ne? Das Wetter hat sich ein bisschen gewandelt. Es soll ja jetzt auch die nächsten Tage trocken bleiben. Deswegen ist auch ziemlich viel Arbeit auf dem Zettel, muss ich sagen. Fahrtechnische Arbeit. Was einen ja freut, weil, ja, das ist ja das, warum man das macht, ne? Ja, der Raps ist jetzt hier in Vollblüte. Überall sieht man die Spritzen fahren. Ja, sobald die Sonne untergeht, der Bienenflug davon ist, sieht man sie fahren. Die Bestände sind Solali und Solala. Und wir gucken mal, wo wir landen. Ich glaube, wir landen bei Solala. Also, ich fahre jetzt mal für euch Orientierung hoch Richtung Lütjenburg. Sind von mir zum Feld 27, 28 Kilometer waren das. Deutz mit Schwader.
Oh, Schwaden, ich kann Schwaden sehen. Eieieiei, Schwaden. Ja, wo Mais rein soll, da geht's los, ne? So. Hier irgendwie soll was sein. Autospuren sind schon mal reichlich. Ja. Wir haben ja den schönen blühenden Raps gesehen, ne? Hier blüht aber leider kein Raps, ne? Das ist eine Rapsfläche, wie sie dieses Jahr oft anzufinden ist, ne? Der Raps hat es einfach nicht geschafft, ne? Und der früh gesäte Raps ist dieses Jahr einfach der König, ne? Muss man ganz klar so sagen. Naja, ich werde mal ausklappen und dann werde ich mir mal ein Schlachtfeld machen und da unten steht Wasser. Wir wissen ja, wo Wasser steht, darf gefahren werden, ne? 1, 2, 3, 4, 20, 30, wie viele? Keine Ahnung. Auf jeden Fall dampfelt schon mal reichlich. Ja, hier oben wäre vielleicht Raps, aber ist nicht, ne? Bis der da ist, da haben wir schon wieder Weihnachten, ne? Aber da, Alter, das sind, Alter, das kannst du gar nicht durchzählen. Wahnsinn. So richtig einig sind wir uns auch nicht, wie jetzt hier das Feld gehört. Aber ich glaube, sie wackeln jetzt im Wald. Das aus, wenn das nicht gut aussieht. Ne? Es ist aber so, es passiert immer mal wieder. Auch hier, keiner wusste so recht, warum das so ist. Ne? Da haben sich die Gelehrten noch gestritten. Ja, was will man machen? Also das hier dazwischen ist Ackerfuchsschwanz in Perfektion. Ne? Also da bist du im Bereich von Ackerfuchsschwanz. Wir sind hier auch im Reich der Klunker mal wieder unterwegs. Ich sag's ja immer wieder, so ein Mulcher muss auch mal einen Stein verzeihen können. Das ist nun mal leider so. Ne? Aber hier, ich meine, das sieht aus wie gemäht. Ne? Im Sinne von gemäht, weil es ist ja gemäht. Ja, mal gucken. Es ist hier so ein bisschen hügelig. Man kennt ihn. Den hügeligen. Und dadurch bedingt ist es so ein bisschen, dass die Lose im Dreipunkt mich so ein bisschen ärgert manchmal. Dadurch bin ich mir noch nicht ganz eins mit meinem, wir müssen mal alleine lenken, weil alles so hin und her arbeitet, ne? Also der Frontmulcher nicht. Der Frontmulcher kann da nichts für. Der hier macht, was er soll. Aber der Heckmulcher wandert so ein bisschen. So, jetzt haben wir hier gut Anschluss. Hier auch. Wichtig ist, dass wir ihn aufs Maximum ausgeschoben haben. Also der Frontmulcher läuft ja neben dem Trecker, ist ein bisschen breiter. Und der Heckmulcher, der kann ja, den kann ich ja durch Parallelverschieben hinter den Trecker fahren. Dann habe ich eine Überlappung von bestimmt 30 cm oder so. Und die muss ich natürlich jetzt rausschieben, wenn ich fahre, damit ich natürlich was schaffe, ist ja klar. Und dadurch, dass aber die Heckhydraulik so ein bisschen Spiel hat und das hier halt so ein bisschen mal so ist, schiebt so die Heckhydraulik. Ich habe eben schon die Streben und noch wieder ein bisschen strammer gemacht. Eigentlich
strammer ging eigentlich. Ich habe gepackt, eigentlich ist das stramm, aber trotzdem wackelt das ja immer so ein bisschen, ne? Ja. Aber jetzt ist zumindest nahtloser Anschluss. Mal gucken, ob wir das so beibehalten. Es geht hier so runter. Und dann sieht man da unten so ein Wasserereignis mit Bäumen. Da hinten ging es dann wieder hoch. Und gerade in diesem Mini-Hang sozusagen habe ich angefangen und dann musste ich da das einstellen. Ne? Jo. Im Endeffekt habe ich nochmal mein Arbeitsgerät einfach 10 cm schmaler gemacht. Das war dann nochmal ein bisschen besser. Weil das ja auch alles so ein bisschen rutscht. Wobei das Lenksystem selber, also das steht auf dem Punkt, ne? Da muss man ganz ehrlich sagen, das gut ab. Ist ja auch ein schönes Pferd. Hier sieht man jetzt Raps, auch schön sauber, ne? Da vorne sieht man den Umschwung, da fängt natürlich der Agerfuchsschwanz an, ne? Aber hier, wo er so sauber ist, ist er ja auch nicht aus dem Quark gekommen, ne? Da hätte man ja sonst vielleicht noch sagen können, 10 Pflanzen auf Quadratmeter sind es nicht, vielleicht ein bisschen weniger und versucht das, ne? Aber nee. Da müssen wir nochmal hoch, wieder runter. Da liegt einer. Hier in Klunkerhausen, ne? Müssen mal gucken, ich habe eben schon die ersten Drohnenaufnahmen gemacht. Ich glaube, ich schneide euch das zusammen. Das heißt also, eine Akkufüllung habe ich noch. Die kann ich an der Hemd dunkel verknallen. Wenn ich denn überhaupt noch auf diesem Stück, da ist noch so ein kleines. Ah, da ist das ein bisschen blöd. Aber hier war ganz cool, weil hier ist gerade so Licht, ne? Richtig schön Licht. Thank you.
sauber. Wenn man da hinten guckt, da ist nicht viel Krus und Mus zwischen. Aber er ist einfach nicht in Gange. Ne? Der ist ja Weihnachten, er ist reif. Von der Blüte sind wir noch meilenweit entfernt. Deswegen macht das nur Sinn. Ne? So, was haben wir? 81%. Jetzt geht es auch schnell. Jetzt kannst du auch 10 km/h fahren. Bei diesem Gras, das hält natürlich gegen. Ne? Da kannst du natürlich nicht so jagen. Da merkst du schon, wie der Spritverbrauch hochgeht und alles. Ne? Naja, aber wir kommen dem Ziel näher. Da muss ich dann noch hinterm Knick. Hier ist überall Wald. Also unsere Nachtaufnahmen vom Murchen werden, glaube ich, nichts. Das, was jetzt noch nach ist, also hier ist noch ein Streifen, und der Rest ist das mit einmal rundherum. Ne? Beim ersten Mal rundherum kann dieses alte System ja noch nicht aufzeichnen. Ich bin ja mal gespannt, das neue kann das bestimmt. Ne? Ja, aber wir gucken mal. Ich muss mal mit den Jungs reden, aber jetzt kommt sowieso erstmal so viel Shit und Schatt und Schutt, dass wir hier natürlich da auch noch ein Software-Update machen. Und dann gucken wir mal, wie das dann aussieht. Ne? Habe ich ja die Bock drauf. Aber egal, das erste Stück haben wir fertig. Ja, ausheben, ausheben und dann fahren wir rüber zum zweiten. Er sagt da 10,7. Und das Lustige ist, ich weiß, 0,73 Hektar waren beim zweiten Mal rum. Ne? So, und wenn man jetzt zu den 10,7, 0,7 rechnet, dann ist man schon bei diesen 11,4. Ne? Also das passt alles. Das ist echt angenehm, muss ich sagen. Denn irgendwo ein Schnitt nachher so von, ja, das kommt immer drauf an. Zu Anfang hatte ich so 4 Hektar die Stunde, nachher hatte ich 5 Hektar die Stunde. Alles gut. Wollen wir mal rüber aufs nächste Stück. Haha. Diesmal habe ich hingeguckt. So, Gas weg, Frontzapfwelle aus. Bin nämlich fertig und habe dann schon beim Runterfahren jetzt hier auf dem letzten Ende hier, wo ich runtergefahren bin, habe ich die Heckzapfwelle ausgemacht. Und dann habe ich hinten zum Murcher geguckt, weil ich dachte, na, bei den ganzen Steinen verdächtig. So. Es gibt übrigens schon wieder Mieken und Macken und Mücken und Fliegen. Hier ist er. Da knackt die Schraube weg und dann knackt die Schraube weg und dann beim Ausmachen, wenn er die Drehzahl verliert, dann verlieren wir den. Ne? Passt in unsere Kiste nicht rein. Wir nehmen den so mit, wir wollen ihn ja haben. Wo warst du denn? Ich habe mich hier an den Kühler angelehnt und hier war Wasser drin, da. Das ist alles so, wie es ist. Real life. Es ist Arbeit, aber wenn sie dann fertig ist, dann freut man sich auch. Ne? Strautmann sagt, zweimal im Jahr soll man das hier so ein bisschen ölen. Mache ich auch. Ich mache es immer. Komm schon in Gange. Da musst du ja so ein bisschen. Yeah. Den Winkel geändert. Jetzt kam mir erstmal ein Tropfen Wasser von oben. Und dann ist es da drinnen ja noch so ein bisschen. Kannst du einmal so durchgehen. Ich nehme für den Spaß Ballistol, weil ich zum einen darauf setze, dass es ein natürliches Produkt ist. Und zum anderen habe ich mit Ballistol meine Erfahrung gemacht. Und zwar bei den Kabinenfederungen. Wo bin ich denn? Hier bin ich. Bei den Kabinenfederungen von unseren Treckern. Wenn du da keine pneumatische drin hast, dann jackelt das immer so. Weed, 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 weed. So, und dann kannst du da WD-40 ranmachen, dann hält das einen Moment. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich da Ballistol ranmache, hält es wesentlich länger. Und das war für mich der Grund, dass ich sage, ich nehme Ballistol, weil es für mich eine gefühlt länger anhaltende Schmierwirkung hat. So, und dann
Muss man sich überlegen, zuletzt hat die Seite gelaufen. Wir machen die dann mal gleich, ne? Dann machen wir hier 50 Mal das. Katastrophe. Aber gut. Wisst ihr ja, mache ich ja gerne. Habe ich schon ziemlich oft gezeigt. Zeige euch wieder. Die Messer sind drin. Können wir den nächsten Schabernack machen, ne? Und zwar, wie weit wir hier irgendwie noch was reißen können, weiß ich nicht. Ohne dass wir die, wie heißt denn das überhaupt? Ohne dass wir den Haupthalter neu machen müssen. Ich weiß nicht, wie ihr zugucken könnt. Schwer könnt ihr zugucken. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Dass wir das getauscht kriegen da drinnen. Vielleicht geht das Spiel noch ein bisschen weg. Piff. Paff. Hier oben sind nämlich auch noch so Passscheiben. Zwei Stück in dem Moment. Und dann kommt das raus. Da drin haben wir die Buchsen. Und hier haben wir den Kandidaten, den müssen wir mal sauber machen. Kriegt ihr das gesehen? Da sieht man das, ne? Da ist das schon ein bisschen eingelaufen. Das ist natürlich, ja, fehlende Schmierung zum einen. Und zum anderen ist es dann einfach so, wenn du die Buchsen dann nicht regelmäßig zeitig neu machst, dann laufen die weg. Und dann verschleißt es an anderer Stelle, ne? Die Buchsen sind ja extra so gemacht, dass es da verschleißen soll. Ja, müssen wir halt mit leben, das konnten wir nicht ändern. Für uns war es in dem Moment, als wir den Wagen kriegten, schon zu spät, ne? Jetzt ist der sauber, dann können wir die Verschleißscheibe, die unten drauf sitzt, wieder sauber machen, ne? Da ist ja nachher die ganze Last drauf, hier auf dieser Scheibe. Das ist dann alles in Ordnung. Wir wissen ja, es ist halt nicht in Ordnung. Und nun knusen wir hier mal die Lager raus, die Buchsen raus. Von innen die Beschichtung. Und hier kann man jetzt eigentlich ganz gut sehen. Könnt ihr das da vielleicht sehen? Da ist die Beschichtung weg, ne? So, und da ist die Beschichtung weg. Und so eine Buchsen sind nicht teuer. Es ist halt nur die Arbeit, ne? Die kommt nämlich jetzt, das da rausprügeln. Du musst sie aufspalten. Und dann so ein bisschen rauskrempeln, dann gehen sie nachher raus. Ne? Wenn sie einmal komplett auf sind, geht das. Ich habe jetzt kein Werkzeug, um da drinnen irgendwie die aufzumachen. Aber mit Kloppen geht es. Ich habe extra diesen, das ist mein Klopp- und Arbeitsschraubendreher. Zack, das war die erste. Und da hätte ich nicht damit gerechnet. Deswegen ging das so einfach. Du musst die richtige Stelle finden. Sie ist offen. Sie sind offen. Okay, das macht die Sache natürlich leichter. Hätte man ja sehen können, diese sind ja auch offen. Da. Die offene Stelle, der Schmiernebel ist in der Mitte. Die beiden Buchsen berühren sich in der Mitte nicht. Die offene Stelle muss, sag ich mal, dahin, da ist am wenigsten Action. Jetzt sehen wir, die sitzen da beide richtig schön gelb leuchtend drinnen, ne? Der eine Durchmesser ist ja eben noch gut, ne? Wir sehen hier, das Spiel ist natürlich jetzt noch da. Es ist aber schon merklich weniger, ne? Und wir haben noch Passscheiben, wir packen noch. Ich habe mir noch welche besorgt. Da können wir noch welche von unterlegen. Dann nehmen wir das Spiel in einer anderen Richtung noch ein bisschen raus. Der zieht. Thank you.
ist leider nicht drin, ne? So sehr man das will. So. Ordentlich Fett dran. Wieder einhaken. Und dann haben wir das erledigt. Ich hätte es halt gerne früher gemacht, aber es war halt in dem Moment noch nicht der Wagen, der einem gehörte. Ne? Jetzt guckt da überall Fett raus und dann ist schon mal ein Spückspiel wieder weg. Im Endeffekt, man kann auch natürlich nachher den abschneiden und da einen neuen ran machen. Das haben wir auch alles schon gemacht. Aber kriegsentscheidend ist das nicht. Ne? Aber ja, so ein bisschen triggern tut einer das ja schon. Ne? Ja, ja, ja. Nun wollen wir mal gucken. Hier ist so ein bisschen, ich will mal sagen, da wollte das nicht so wirklich rein, das Fett. Mit meiner Handfettpresse. Und jetzt gucken wir mal, was die Actionfestpresse hier macht. Weil hier muss ich mir ja keine Sorgen machen. Hier ist der Schmiernübbel direkt drauf und hier kann ja in dem Sinne nichts kaputt gehen oder ähnliches. Ne? Es müsste eigentlich da oben was rauskommen, wenn dann. Aber wir hören. Er quält sich. Was da geht da unten raus? Am Fußboden da. Ihr macht irgendwie komischen Kram. Ja, das läuft ja richtig gut. Habe ich nicht gesehen. Ja. Ist das Notfalldrücken? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kommt es da raus. Und nicht hier oben. Was ist denn da los? Und ich krieg das Ding auch nicht ab hier. Das läuft ja bei dir. Das läuft ja richtig gut bei uns. Was soll ich sagen? Da ist jetzt gerade Druck weggegangen. Also knatterer Druck ist da drauf. Schlecht. Aber wieso das hier unten rauskommt? Der Druck muss ja irgendwo hin, wenn er da nicht reingeht. Wir noch einen, wir testen noch einen. Da kommt's da raus. Das hat funktioniert. Reichlich. So ein bisschen der Nachteil bei den Dingern, du hast nicht viel Gefühl, dann stehst du schon nur auf 1. Aber hier wollte partout nichts rein, ne? Oh, wie schade. Aber was willst du machen? Auf jeden Fall eine riesen Fettsauerei, egal wo, da oben an dem Ding und... Dann hört sich auch anders an. Ja, das ist das Überdruckventil, sag ich mal. Du kannst aber hier den Druck auch ablassen. Da müsstest du den Druck ablassen können, dann müsst ihr... Ja, Druck... guck, da kommt schon raus. Ja, da kommt es auch raus. Aber das ist eigentlich von der anderen Seite. Ich hab den Geschmack erreicht. Ja, Riesensauerei. Aber nichts erreicht dabei. Ne? Naja, war alles Versuch wert. Der Versuch hat nicht so geklappt, wie ich mir das vielleicht erhofft hatte. Da drüben hat es geklappt, aber hier. Hier nicht. Schade, Schokolade. Müssen wir erstmal sauber machen. Nächste Idee: Klopfi. Klopfi drauf. Achso, warte. Oh, ein Klopfi will auch gut. Erstmal wie beim Doktor. Jo, Kopflüssigkeit. Mal so sagen, ja.
Also der Schmiedele ist nicht so gut. Der ist vielleicht ein bisschen zu. Was ist der zu? Der ist nicht mehr durchgängig. Naja. Aber... Hast du schon? Wie sieht denn aus? Könnt ihr das sehen? Das blendet mich mein eigenes Licht. Aber da sieht man schon so ein bisschen, da, wie das rausgekommen ist, ne? Fett und ähnliches. Also der Weg, den wir hier gehen, der ist hier jetzt der richtige. Aber ich glaube, es könnte noch was werden mit uns. Beim Arzt hier. Das ist halt ein Problem. Läuft's jetzt raus? Ach, ich muss mich hier mal hinbewegen. Seht ihr das? Wie es da weiter rauskommt? Kommt durch unsere Aktion hier. So. Au. Hast du nur? Hier ist wenig Platz. Da kann man sehen, es ist jetzt rausgekommen. So, jetzt kommt wieder Hightech in Perfection. Okay, ich kann nicht mal, warte mal. Ich gehe mal auf die andere Seite. Ja. Ja, da kommt was. So, ich würde sagen, oh, Alter, ich krieg das Scheiß nicht auf hier. So. Also, so schön das auch alles ist, aber es ist eine riesen Fettsauerei mit elektrischen Fettpressen. So viel müssen wir festhalten. Aber gemeinschaftlich mit unserem Schlaghammerprinzip und der guten Fettpresse haben wir ein bestehendes Problem definitiv gelöst. Ne? Wir haben Fett an die Stelle gekriegt, an die es hin musste. Aber hier drückt das, es ist eigentlich aus. Jetzt drückt er aber immer noch Fett nach. Warum muss das so tun? Jetzt müsste ich bestimmt hier den Druck noch ablassen, damit das dann vorbei ist. Dafür kommt dann hier unten das Fett raus. Obwohl, das ist Quatsch, weil der eigentlich für die Kartusche zuständig ist. Aber jetzt, warum pustet der noch nach, der olle Hund? Das soll er nicht. Aber sehr gut. Ist hier alles voll fett. Egal, wo man jetzt anfasst, ist überall fett. Ach, egal. Aber hier nehmen wir das jetzt auch noch weg, weil wir gerade dabei sind. Schön mit dem Finger, wie man es kennt. Fertig. Sehr gut. Dann haben wir aber die Stelle, die Fett brauchte, jetzt tatsächlich repariert. Wir zeigen nochmal den Kasten. Also Bushing 10768. Wenn ich ihn finde, packe ich ihn mal wieder unten rein. Haben wir schon lange nicht mehr unten drin gehabt. Ich mache da immer Rostlöser rein, ne? Finde ich am sinnigsten. Rostlöser oder man kann auch, ich glaube, man kann auch Kriechöl reinmachen, also so ganz feines, also ganz dünnes Öl. Ich nehme Rostlöser, finde ich immer am besten, weil wir haben ja in dem Moment, wir haben auch gesehen, was da rauskam, war ja so rostfarbig, ne? Bei solchen Sachen, ja, da ist noch ein Stück Schlauch bei, wobei ich Schlauch immer bedenklich finde, weil Schlauch kann sich ja ausdehnen. Und dann verliere ich vielleicht in dem Moment irgendwo Druck, den ich aber ja unbedingt da in die Stelle haben möchte. Ne? Ja. Und im Endeffekt zahlt sich das aus, wenn man einfach nicht aufgibt. Ich habe hier den ganzen Tag so rumgedudelt, ne? Hab so geguckt, hab so Schrauben geguckt. Mir den Wagen einfach angeguckt, ne? Das muss ich ja mal so sagen. Einfach, weil es so ist. Und jetzt zum Schluss hin, war mir vorher noch gar nicht so aufgefallen, kann man da so ein bisschen sehen, da ist halt Feuchtigkeit drin. Ich habe eben schon zwei Kabelbinder abgeknapst. Eigentlich sollten wir
so eine Kamera im Handvorrat haben. Das ist ja einfach nur hier beiseite rücken, schrauben und dann eine neue holen. Das Gute ist ja, so eine Kamera habe ich liegen. Die war ja an diesem Wagen schon mal dran. Die war ja vorne dran. Die sollte ja am Ursprung, hat sie auch gemacht, von vorne. Die sollte ja von vorne gucken in den Wagen. Aber das hat sich ja als nicht so gut erwiesen. Dieses ist jetzt nur Feuchtigkeit. Tatsächlich, doch, ich hatte schon mal eine. Da habe ich das auch schon mal gemacht. Also entweder legen wir die auf die Heizung oder man schraubt sie auf. Wir haben noch nie eine Kamera aufgeschraubt. Wir werden sie dann zwar ein bisschen ruhiger erstmal aufschrauben und dann gucken wir da mal rein. Hier sehen wir die Kamera. Kleines Stück tiefer kann sie noch. Aber nö, ach, kann auch so bleiben. Sehr, sehr gut. So sieht das auch gut aus. Die Kamera habe ich noch ein bisschen gedreht. Jetzt kann man die beiden unteren Ecken hier sehen, wenn man reinfährt. Und jetzt weiß man, 3, 2, 1, Schluss. Ne? Also weiter will ich denn nicht fahren. Jetzt kann der 818 da rein, ne? Also 39 ist jetzt vom 926 ist jetzt vom Ladewagen, weil wir einfach im ersten Schnitt immer die Power brauchen, ganz klar. Ja, habe ich das umgehakt und dann dudelt man eben so den ganzen Tag rum, ne? Dann hat noch ein bisschen an der Gelenkwelle geguckt und abgeschmiert und ach, überall geguckt, ob alles richtig geschweißt ist und ob da irgendwie eine Schraube los ist und all so ein Kram, ne? Da kann ich mich ja stundenlang mit beschäftigen, ne? Genau. Und jetzt eben gerade fielen wir da ein. Noch die Kamera. Oh, verdammt, Kamera. Ja, auch alles gut. Dann ist die nämlich auch fit. Dann können wir da auch gut gucken. Dann brauchen wir morgen nur, ich mache jetzt noch Scheiben sauber. Das habe ich noch nicht geschafft. Ich wische da jetzt noch einmal rüber. Wie gesagt, 818 drüben rein. 818 muss auch die Unterlenker hochkriegen. Ich weiß noch nicht genau, was ich dahinter binden soll. Dann werden wir alles im nächsten Vlog sehen, ob ich die Oberlenker oben haben muss oder unten, ob ich eine Kugel oben brauche oder nur ein Zuchtmaul oder, ach, wir werden sehen, das werdet ihr auch sehen. Da werden wir also auf jeden Fall mit Macht 18 losfahren und ja, dann mit diesem Ladewagen fahren. Schauen wir mal, wie das so wird, ne? Sehr gut, dann hoffen wir, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne noch ein bisschen Liebe da. Wer möchte, im Anschluss packen wir noch was aus, bleibt gerne dran. Und ansonsten sehen wir uns zum neuen Vlog wieder. Nicht vergessen, morgen 12 Uhr kommt das kleine Special, wo wir unterwegs waren im Rheinland. Ja, morgen 12 Uhr, wer da noch Lust hat, auch da gerne reingucken. Und ansonsten, wie gewohnt, nächste Woche Mittwoch zu einem neuen Vlog. Bis dahin, ihr Lieben, macht's gut. Tschüss! Herzlich willkommen zu Kadda säuft. Stößchen. Stößchen. Wir hatten Besuch und zwar bei uns vor der Tür stand folgendes. Eine Kiste Zeller Bier. Das gönne ich mir. Und Eppersecco. Und Eppersecco. Ja, wir hatten nämlich Besuch, aber wir waren leider nicht da zu der Zeit. Birgit und Hinrich waren da gewesen, ja. Und haben das netterweise vor die Tür gestellt. Richtig, richtig nett. Wir sind ja auch in der Erdbeersaison jetzt. Das geht ja nun langsam los hier, ne? Passt ja, ne? Und das gönne ich mir. Das gönne ich mir. Pilz. Sehr, sehr cool. Vielen, vielen lieben Dank. Wir werden noch rausfinden, ob ihr im Urlaub wart oder ob ihr auf der Durchreise wart oder was auch immer. Auf jeden Fall richtig cool. Ich weiß es nicht so genau. Wir vielen, vielen Dank. Kamel, vielleicht muss ich da noch mal reingucken. Oh, ist ja nicht so gut. Aber das nächste Mal sagt ihr Bescheid, dann sind wir auch hoffentlich da. So, und dann haben wir noch ein Vorsicht zerbrechlich. Willst du das auf den Stuhl stellen? Ja, ich stelle es auf den Stuhl. Nicht, dass wir hier, und pack es dann zu dir nicht, dass wir hier Rücken kriegen. Auf jeden Fall reichlich so Sachen. Ach, guck an. Ein Power-Druckluftdreh. Das habe ich, also ich habe es schon oft gesehen und immer gedacht, muss man das mal kaufen, weil man muss es einfach mal gehabt haben. Wie geil ist das denn? Druckluft aus der Dose. Und so eine schöne Tasche. Und dann die schöne Tasche. Herren, was steht drauf? Herrengedeck. Herrenhandtasche. Herrenhandtasche. Oh, das muss ich gleich wegnehmen hier. Ja, ja. Jede Menge Naschi. Das weiß ich nicht.
Ich guck's für dich nach. Ich kann's für dich nicht nachgucken. Ich muss es aufmachen. Ich guck's für uns beide nach. So, das habe ich schon geliefert hier. Oh! Das ist auch cool, glaube ich. LEDs. Schön klein und smart. Lille, ich wusste gar nicht, dass es das auch in klein so fertig gibt. Ja, das ist ja für dich das Beste von der Welt. Mehr kann's ja gar nicht. Woher hat er das denn gewusst? Auf jeden Fall muss man noch mal rausfinden, aber die sind ja so klein, die kann man so als Beleuchtung für so alles Mögliche nehmen. Ist auch ganz cool. Richtig, richtig süß. Ja. So kleine Flaschen, muss ich sagen, finde ich immer am besten. Ja. Da reicht mir nämlich eine, dann bin ich schon besoffen. Ja. So, hallo Katharina und Axel. Kann vorgelesen werden, okay. Hab mal wieder ein kleines Paket fertig gemacht. Es ist für alle was dabei. Macht weiter so mit den Videos. Es ist immer wieder genial, was so kommt. Euch allen, da hat er bestimmt noch irgendwas vergessen. Euch allen, Punkt. Das mit freundlichen Grüßen, Christian. Genau. Vielen, vielen lieben Dank, Christian, für dieses cool, mega riesige Paket. Christian hatte das schon angekündigt, das, was kommt. Also mega cool. Vielen, vielen Dank. Alles so Region Paderborn hier, Bier. Schön für den Bieratlas, richtig cool. Alles heile angekommen. Alles heile angekommen. Noch zwei schön smarte LEDs. Jede Menge Naschi, richtig, richtig nett. Und Druckluft aus der Dose, geil. Ich habe das gesehen beim Auspacken, habe gedacht, Ja, das ist schon, also manchmal denkst du das nicht? Druckluft in der Küche zum Beispiel oder so? Manchmal? So, als wir mit dem Geschirrspüler noch nicht bei waren? Geil. Nee, Druckluft, kannst du überall gebrauchen. Also von daher, richtig cool, Christian. Vielen, vielen Dank für dieses wunderbare Paket. Na? Wahnsinn. Vielen, vielen Dank. Krass. Dass ihr wieder bis zum Schluss zugeschaut habt. Genau. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.